Soweit Jens Böhnsen. Wir gehen jetzt direkt nach Berlin zur Pressekonferenz der Kanzlerin. Stattgefunden hat und wir haben vor allen Dingen unsere Glückwünsche an Elisabeth Motschmann überbracht. Elisabeth Motschmann hat mit den Freunden der CDU in Bremen einen engagierten Wahlkampf geführt, einen leidenschaftlichen, auch einen fröhlichen und optimistischen Wahlkampf. Und das hat sich ausgezahlt. Die CDU hat zugelegt. Sie ist wieder zweitstärkste Kraft in Bremen und das freut uns sehr. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Themen richtig gesetzt wurden und dass neben der Wirtschaftskompetenz und der Wirtschaftskraft, die in Bremen zum Teil fehlt, vor allen Dingen Elisabeth Motschmann auch die Menschen in den Blick genommen hat, gerade auch die Armut der Kinder in Bremen. Und ich denke, diese Themen, die im Wahlkampf gesetzt wurden, müssen und werden jetzt auch in den nächsten Jahren in der Bremer Bürgerschaft fortgesetzt diskutiert werden müssen. Wir haben auch allen zu danken, die mitgemacht haben. Jörg Kastendieck als Landesvorsitzender mit seinen Kolleginnen und Kollegen und Herrn Röwekamp natürlich auch in der Fraktion, aber auch allen, die aus dem Bundesvorstand mitgeholfen haben. Und ich glaube, wir haben uns alle dort eingesetzt. Für die Sozialdemokraten gab es einen historischen Einbruch. Es ist das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte für die SPD und das ausgerechnet in Bremen. Ebenso ein Einbruch für die Grünen und das deutet darauf hin, dass Rot-Grün nicht die Erwartungen der Menschen erfüllt hat. Und auch die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung so gering ist, die CDU hat ja wie gesagt, ein Plus gegenüber der letzten Landtagswahl, während andere ein deutliches Minus aufweisen, deutet darauf hin. Wenn wir uns insgesamt die Dinge betrachten, dann ist das die rot-grüne Koalition sehr stark dezimiert, während die CDU, auch wenn man einen Blick auf das Ergebnis der FDP wirft, kann man sagen, dass hier das bürgerliche Lager doch gestärkt aus dieser Landtagswahl hervorgeht. Und wir haben heute im Bundesvorstand und auch im Präsidium das natürlich zum Anlass genommen, auch die Landtagswahlen des nächsten Jahres schon in den Blick zu nehmen. Guido Wolf hat heute als Spitzenkandidat der baden-württembergischen CDU an der Bundesvorstandssitzung teilgenommen, genauso wie Julia Klöckner und natürlich auch Rainer Haselhoff, die ja auch im Präsidium vertreten sind. Und wir werden dann im März nächsten Jahres aufbauend auf dem schönen Ergebnis von Bremen weiter natürlich unsere Rolle stärken und die Themen, die wir jetzt von Elisabeth Motschmann gesehen haben, Arbeitsplätze, wirtschaftliche Zukunft, Forschung, Infrastruktur, aber eben auch, dass das, was erwirtschaftet wird, bei denen ankommt, die Hilfe brauchen, das sind die Themen der sozialen Marktwirtschaft und die werden für uns in den nächsten Monaten im Vordergrund stehen. Herzlichen Dank nochmal, Elisabeth Motschmann. Danke schön, meine Damen und Herren. In Bremen hat sich etwas bewegt. Die CDU hat ihre Wahlziele erreicht. Wir wollten zweitstärkste Kraft in Bremen wieder werden. Das ist gelungen. Wir haben zugelegt. Das ist gelungen. Aber der größte Wahlerfolg ist, dass sich das festgefahrene Wahlverhalten der Bremer seit 70 Jahren immer sozialdemokratisch dominiert, doch verändert hat. Wir haben es aufgebrochen mit unseren Themen und alle Vorhersagen gingen ja dahingehend, sowohl der Medien als auch der Umfragen, dass es so weitergeht wie bisher, dass Rot-Grün weitermachen kann. Und so einfach ist das nicht mehr seit gestern mit dem Weitermachen. Rechnerisch haben Sie noch eine Mehrheit, ja, aber Sie sind inhaltlich so sehr eingebrochen. Und wir als CDU haben die Themen gesetzt, niemand anders. Wir haben Wirtschaft und Finanzen, innere Sicherheit und Bildung als Kernthemen unseres Wahlkampfes genommen. Und mir persönlich war es wichtig, dass wir darüber hinaus auch die Armutsbekämpfung in den Mittelpunkt des Wahlkampfes und der Themen stellen. Warum? Bremen ist nicht nur die Hochburg der Schulden, nicht nur die Hochburg der Einbrüche, nicht nur ganz unten bei den PISA-Ergebnissen, sondern wir sind die Hochburg der Armut. Wir haben 33% der Bremer Kinder leben in Armut oder sind von ihr bedroht. In Bremerhaven geht es in Richtung 40%. Nirgendwo ist der Schulerfolg
der Kinder so abhängig vom Geldbeutel der Eltern wie in Bremen. Und das, obwohl der Bürgermeister schon vor Jahren die Armutsbekämpfung zur Chefsache gemacht hat und die SPD mit sozialer Gerechtigkeit ja ständig Wahlkampf macht und das auf ihre Fahnen schreibt. Soziale Gerechtigkeit, das habe ich vorher gesagt und sage ich auch jetzt, findet in Bremen definitiv nicht statt. Und das, obwohl Rot-Grün regiert. Und das haben wir im Laufe des Wahlkampfes immer deutlicher auch gesagt. Und die Menschen haben es verstanden. Das war auch spürbar. Wir hatten keine Wechselstimmung. Ja, aber die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung, das ist übrigens auch anders in Bremen als in Hamburg, war groß und wurde immer größer, weil wir die Finger in die Wunden gelegt haben. Ich will noch etwas zur Wahlbeteiligung sagen. Die war erschreckend gering. Aber wenn ein Spitzenkandidat nicht teilnimmt am Wahlkampf, ich habe Jens Bornsen herausgefordert zu einem TV-Duell, was überall in der Republik gängige Praxis ist, er hat es abgelehnt. Er hat an allen Podiumsdiskussionen, bis auf eine einzigen, wo die Spitzenkandidaten eingeladen waren, um miteinander zu diskutieren, nicht teilgenommen. Dadurch nimmt man natürlich dem Wahlkampf auch ein bisschen Spannung und auch, es wird ja interessant dadurch, dass die Unterschiede deutlich werden. Er wollte das nicht und das hat uns genützt, ihm geschadet. Von daher bin ich sehr zufrieden. Die CDU, die auch schwierige Zeiten hatte, hat sie nicht mehr. Wenn sie erlebt hätten, wie die gestern gefeiert haben und wie die sich gefreut haben und wie lange die gefeiert haben, das entspricht nicht einem Zuwachs von 2,2%. Aber dieser Zuwachs ist nur die eine Seite der Medaille. Das aufgebrochene Wahlverhalten der Bremerinnen und Bremer ist die andere Seite. Und ob es mit Rot-Grün weitergeht oder nicht, ist Stand heute, sagen wir mal, offen. Eine klare Koalitionsaussage kam in der Landespressekonferenz nicht. Und das warten wir nun mal ab. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Delf. Frau Bundeskanzlerin, ich stelle Ihnen eine Frage zum Thema, das die Journalisten, zumindest Journalisten, momentan sehr bewegt, die NSA-Affäre. Können Sie noch mal sagen, ob Sie zu irgendeinem Zeitpunkt davon ausgingen, dass die Amerikaner der Bundesregierung ein No-Spy-Abkommen angeboten haben? Und falls ja, wann war Ihnen klar, dass es denn doch nicht der Fall sein würde? Und zweite Frage, man kann lesen, es gibt die Befürchtung, dass durch diese ganze Affäre Ihre Glaubwürdigkeit in irgendeiner Form beschädigt werden könnte. Wie wollen Sie dieser Gefahr entgegenwirken? Schauen Sie, erstens wird über den gesamten Komplex in dem NSA-Untersuchungsausschuss gesprochen und dort werde ich auch zu allen Details selbstverständlich und gerne Rede und Antwort stehen. Alle Materialien aus dem Kanzleramt und zum Teil ist das ja noch im Prozess, auch vom BND, werden diesem Untersuchungsausschuss zugeliefert. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und ich kann nur hier in der Öffentlichkeit sagen, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat. Das gilt für die heutigen Kanzleramtsminister, aber auch die Vorgänger. Und auch für Ronald Bufalla und die Einzelheiten gehören dann in den Untersuchungsausschuss. Allerdings will ich hier noch mal politisch sagen, das, was ich auch in der Pressekonferenz im Juli 2013 gesagt habe, als ich damals einen 8-Punkte-Plan vorgestellt habe, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich Nachrichtendienste auch an deutsche Gesetze zu halten haben, wenn sie sich in Deutschland bewegen. Und das durchzusetzen mag vielleicht schwierig sein, vielleicht länger dauern, als man sich das wünscht, aber als Ziel, als politisches Ziel, bleibt es für mich erhalten. Herr Rinke in der zweiten Reihe.
Frau Bundeskanzlerin, ich hätte ganz gerne gewusst, was das Bremen-Ergebnis Ihrer Meinung nach für die Große Koalition bedeutet. Es hat in der letzten Woche erhebliche Kritik der SPD an dem Koalitionspartner gegeben. Erwarten Sie, dass die wegen des schlechten Abschneidens der SPD jetzt noch größer werden könnte? Und Frau Motschmann, in Ihrer Analyse hat mich ein bisschen überrascht, dass Sie gesagt haben, dass die CDU dieses Wahlverhalten aufgebrochen hat. War es nicht eher so, dass die Ränder rechts und links das aufgebrochen haben mit Gewinnen für die AfD und die Linkspartei? Und eine Frage noch zur der rot-grünen Koalition, ob die fortgesetzt wird. Bestehen Sie darauf, dass die SPD mit einer großen Mehrheit, also sprich dann mit einer großen Koalition, eine Regierung bildet? Was die Auswirkungen auf die Große Koalition in Berlin anbelangt, wissen wir doch, dass wir unbeschadet von Landtagswahlen unsere Arbeit machen müssen. Das erwarten auch die Menschen von uns. Wir haben jetzt noch 4 Parlamentswochen und noch eine ganze Reihe von Themen zu entscheiden. In der nächsten Parlamentswoche ein Nachtragshaushalt. Wir haben am Freitag in sehr guter Atmosphäre die Gespräche über die Frage der gesamtstaatlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Asyl geführt, mit ausgewählten Ländern. Wir werden am 18. Juni dazu hoffentlich dann Beschlüsse fassen können zwischen Bund und Ländern, wenn bei mir die Ministerpräsidenten zu Gast sind. Wir haben das ganze große Thema Energiepolitik noch zu entscheiden vor der Sommerpause. So ist jedenfalls unser Plan. Und wir haben eine ganze Reihe von anderen Themen noch auf der Tagesordnung. Und deshalb bleibt uns da gar keine Zeit. Trotzdem werden Sie mir erlauben, dass ich mich heute freue. Und so wie die SPD fröhlicher war nach der Hamburg-Wahl, obwohl sie da auch rot-grün eingehen musste, aber ich glaube, da sah es trotzdem noch etwas fröhlicher aus, ist heute eben ein Tag, an dem wir glauben, dass es gut ist, dass die CDU wieder die zweitstärkste Kraft ist, dass mit der FDP ein durchaus auch Partner in der Bürgerschaft ist in Bremen, mit dem man sicherlich manches auch in Richtung Wirtschaftspolitik voranbringen kann. Und dann gehört natürlich dazu, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die Linke gestärkt aus der Sache hervorgeht und dass auch die AfD knapp drin ist. Und da heißt es zu arbeiten, aber die CDU hat zugelegt, also bei ihr kann es jetzt nur nicht herkommen. Und insofern, glaube ich, sind wir eben ganz zufrieden, aber ohne Auswirkungen auf das, was hier in der Koalition stattfindet. Zu Ihrer Frage, wer hat das Wahlverhalten aufgebrochen, kann ich ganz klar sagen, dass die Themensetzung im Wahlkampf die CDU gemacht hat. Die AfD, die davon offenbar profitiert hat, hat gar nicht am Wahlkampf so sehr teilgenommen. Sie wurde auch nie eingeladen, weil sie ja noch nicht in der Bürgerschaft vertreten war, zu den Podiumsdiskussionen. Gleiches gilt für die FDP, die hin und wieder dabei war. Aber die inhaltliche Arbeit, die FDP hat mit Wirtschaft gepunktet und etwas mit Bildung. Aber diese 4 Themen, die ich genannt habe, sind von uns ganz am Anfang des Wahlkampfes benannt worden. Und auch gerade die Armutsbekämpfung war eben ein zentrales Wahlkampfthema. Deshalb können wir schon auch sagen, wenngleich wir vielleicht nicht so profitiert haben, wie ich es mir auch gewünscht hätte. Ich habe ja von 25% geredet, wäre ja schön gewesen. Aber immerhin, als ich 25% nannte, sagten dann viele Journalisten, müssten sie ihre Ziele nicht höher stecken. Nein, ich habe realistische Wahlkampfziele, keine utopischen genannt. Und die habe ich auch fast punktgenau erreicht. Und dass heute ein so schlechter Tag für Rot-Grün sein oder ist, das habe ich selbst nicht erwartet. Und ich sage Ihnen aber ganz klar, dass ich mich natürlich darüber freue, dass das Vertrauen zum bürgerlichen Lager gewachsen ist und das Vertrauen in Rot-Grün geschmolzen ist. Und zwar so weit geschmolzen ist, dass ich sehr wohl jetzt, wie im Wahlkampf, sage, Rot-Grün ist abgewählt. Rot-Grün hat eine klare Absage bekommen, auch wenn es rechnerisch noch reicht. Und deshalb bieten wir an, aber biedern uns nicht an, wir bieten an, wieder in die Regierung zu kommen. Die Große Koalition von 1995 bis 2007 hat Bremen gut getan.
Und deshalb sagen wir, wir würden es definitiv besser machen. Und die Antwort muss natürlich von der SPD kommen. Wir biedern uns nicht an, nicht um jeden Preis, nur dann, wenn es dann auch inhaltliche Veränderungen bremischer Politik gibt und eine sozialdemokratische Scharmehltau, der muss dann schon auch weg. Und dann müssen CDU-Themen durchkommen. Nur unter der Voraussetzung würden wir in eine Koalition gehen. Herr Leithäuser in der vierten Reihe. Ich wollte noch mal nach der Zukunft zumindest des Begriffs der modernen Großstadtpartei fragen. Ihr Präsidiumsmitglied Herr Spahn hat heute Morgen ja gesagt, es komme einfach mehr jetzt auf die geeigneten Kandidaten an. Da findet sich das Beispiel wahrscheinlich eher bei der FDP, die Sie ja auch in Mithaftung genommen haben für den Zuwachs des bürgerlichen Lagers. Oder ist es so, dass es, wie Frau Motschmann sagte, auf Themen ankommt, die dann aber sehr nach ganz klassischer Sozialpolitik klingen, also Armutsbekämpfung etc.? Na, aus meiner Sicht ist es doch eine Mischung. Die Wählerinnen und Wähler honorieren auf jeden Fall, wenn sie einen Spitzenkandidaten haben, der leidenschaftlich kämpft. Wahlkampf ist Kampf, um gewählt zu werden, und das hat man bei der SPD einfach vermisst. Das ist nicht die Zeit, wo man im Rathaus ist, sondern es ist die Zeit, wo man draußen bei den Menschen ist. Und Elisabeth Motschmann hat das gemacht, und das ist gutiert worden. Zweitens geht es aber auch um die Themen. Und wir haben jetzt ja schon mehrmals gesagt, es geht eben nicht nur um das Thema der Verteilung, aber es geht in der sozialen Marktwirtschaft auch nicht nur um das Thema Wirtschaft und Ansiedlung und Infrastruktur, sondern es geht dann schon zu Bildung, was schon sehr viel mit den Menschen zu tun hat. Und letztlich geht es auch um Arbeitsplätze. Und ich meine, in Bremen ist es so gewesen, dass wenn in allen anderen Bundesländern die Arbeitslosigkeit gesunken ist, ist sie in Bremen im März gestiegen. Und trotz schlechter Ausgangslage, was die finanzielle Einnahmesituation anbelangt, das haben wir auch immer beim Namen genannt, die beiden Male, die ich da war, dass natürlich Bremen Unterstützung im Bund-Länder-Finanzausgleich braucht und dass natürlich die strukturelle Situation schwierig ist. Trotzdem kann man nicht erkennen, warum ausgerechnet dann dort die Dinge schlechter laufen, wenn sie woanders besser laufen. Und deshalb gehören für mich, egal wo man antritt, ob in einer Großstadt oder in einem ländlichen Raum, braucht man Kandidat, Kandidatin und Themen. Der Kollege in der dritten Reihe. Ach so, soll ich noch was anschließend sagen? Wenn Sie möchten. Ja. Man muss auch ein Stück weit authentisch sein. Wenn es nur um Schönheit ginge, und ich hoffe jetzt, keiner von Ihnen ist der Meinung, dass das das Wahlkriterium sein sollte, dann dürfte eine 62-Jährige nicht antreten. Ich habe es gemacht und habe erlebt, dass man Schönheit reduziert sich nicht auf unter 60, modernen also. Wahlkampf machen kann. Das ist ja auch schön für Sie, denn Sie werden irgendwann auch so alt sein, dass man auch in diesem Alter noch in einer Großstadt punkten kann, wenn man nah bei den Menschen ist. Und genau das habe ich auch gemacht, nicht nur auf dem Plakat sein, sondern wirklich hingehen und hingehen zu den Menschen und zu den Problemen. Etwa haben wir ein großes Drogenproblem, wir haben eine sehr gute Veranstaltung gemacht, Pro und Contra, Freigabe von Cannabis mitten in dem Viertel, in dem das Drogenproblem am stärksten ist. Also, ich bin entspannt, ich bin fröhlich, genauso wie ich das vorher war. Wir haben schon ein gutes Ergebnis gestern und meine Partei freut sich und ich mich mit. Jetzt der Kollege. Axel Finkenwirth von der ARD. Frau Bundeskanzlerin, die Wahlbeteiligung in Bremen war besorgniserregend. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Ist das für Sie auch ein Problem? Gibt es da ein Rezept für die Zukunft? Naja, es ist nicht gut, weil natürlich auch gerade die extremeren Parteien davon sehr profitieren, das wissen wir. Aber es ist natürlich vielleicht doch so in Bremen auch gewesen, dass viele Wähler der SPD und der Grünen zu Hause geblieben sind, weil sie enttäuscht waren. Und das gilt, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, im Wesentlichen für die Sozialdemokraten. Und da ist es dann vielleicht doch besser, man gibt sich noch etwas mehr Mühe zu mobilisieren. Das scheint mir hier von sozialdemokratischer Seite das Problem gewesen zu sein. Und es zeigt sich, es gibt keine Selbstläufer in Wahlkämpfen. Zu glauben, weil man mal gut war, wird man auch wieder gut sein, das ist noch nie aufgegangen. Vielleicht in Ergänzung dazu,
Die Grünen haben als einzige Wahlkampfaussage gemacht, sie wollen weiter regieren. Und ich höre gerade. Ich schiebe das nur so weiter jetzt. Ich höre gerade, dass der Weserkurier den Rücktritt Börnsens meldet. Das heißt, er hat die Konsequenz aus diesem Wahldebakel gezogen. Das hat sich gestern Abend angedeutet. Seine Enttäuschung war sehr groß, die Enttäuschung der SPD auch. So habe ich diese Partei noch nie erlebt. Und von daher müssen wir das jetzt respektieren und sehen, wie sich die SPD jetzt findet. Die braucht eine Selbstfindungsphase jetzt erstmal nach diesem Rücktritt. Und wir werden das genau beobachten. Und unser Angebot steht, das stand am Anfang des Wahlkampfs, das steht heute. Und nun warten wir mal ab, was passiert. Wobei wir ja noch warten müssen, ob sich es bestätigt. Aber ja, gut. Das ist nur, ich habe es nur weitergegeben, weil ich denke, es ist auch ein bisschen komisch, ja, die Meldungen, die Sie alle schon sehen oder vielleicht auch noch nicht sehen. Und wir stehen hier und wissen es nicht. Deshalb danke ich dem, der es uns gegeben hat. Mit Blick auf die Uhr, die abschließende Frage für Herrn Feldhoff. Frau Merkel, eine Frage, die nicht mit dem Wahlkampf zu tun hat. Sie treffen morgen den israelischen Staatspräsidenten. Das Verhältnis zu Israel wird ein bisschen schwieriger, weil Israel sozusagen, ich sage mal mit meinen Worten, ganz platt sein eigenes Ding da macht. Die Zwei-Staaten-Lösung wird in Frage gestellt, der Siedlungsbau wird in Frage gestellt. Inwieweit hört Israel noch auf die deutsche Stimme? Also erstens ist die Souveränität von Staaten ja generell damit verbunden, dass Staaten auch ihre eigenen Interessen verfolgen. Und das nehme ich für Deutschland in Anspruch. Auch wir werden manchmal gefragt, ob wir unsere eigenen Sachen machen und unsere eigenen Überzeugungen haben. Und gemeinhin gilt das dann auch als richtig, dass man das, was man für richtig hält, auch durchsetzt. Aber davon abgesehen finde ich es erstmal sehr schön, dass der israelische Staatspräsident anlässlich von 50 Jahren diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel die Bundesrepublik Deutschland besucht. Ich bin gespannt auf ihn. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Und wir sind in der Bundesrepublik Deutschland der Meinung, dass die Zwei-Staaten-Lösung die zielführende Zielvorstellung ist, um den dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen. Dafür werde ich in meinem Gespräch mit dem Staatspräsidenten auch werben. Und dann werden wir uns austauschen und ich werde sozusagen sicherlich meine Meinung auch nach dem Gespräch weiter vertreten, aber auch versuchen, die Argumente zu hören. Wir wollen dazu beitragen, und das wird Deutschland in jedem Falle tun, dass Israel in Frieden leben kann und in gesicherten Grenzen. Aber wir wollen auch, dass die Palästinenser eine Staatlichkeit haben, in der sie ihre Lebensvorstellungen verwirklichen können. Da gibt es zurzeit durchaus mit einigen einen Dissens. Das wird mich aber nicht davon abhalten, die Freundschaft und auch, ich sage fast, das Wunder, dass wir heute nach 50 Jahren doch so offen auch über politische Unterschiede sprechen können und trotzdem aufeinander bauen können, weiter als ein historisch unglaublich wertvolles Ergebnis zu betrachten, das, mit dem man pfleglich umgehen muss. Und deshalb freue ich mich morgen auf das Gespräch, auch auf das Gespräch, das wir dann mit jungen Menschen haben werden und deren Vorstellungen wir dann auch hören. Damit schließe ich die Pressekonferenz und wünsche Ihnen noch einen guten Tag.